Ryanair-Piloten in Deutschland werden streiken. Gut, es ist Ryanair. Es kann auch sein, dass der Streik ausfällt oder sich um unbestimmte Zeit verzögert. Das ist immer möglich. Ryanair-Chef Michael O'Leary mag es ja billig. Das ist bekannt. Das gilt übrigens auch für seinen Humor. Hier erklärt er recht anschaulich die Komfortunterschiede zwischen Economy und Business. So in Economy it'll be very cheap fare, say 10 Euros, and in Business Class it'll be beds and blowjobs. Findet er lustig. Ja, das ist sein Humor. Wo bei ihm aber der Spaß aufhört, das ist, wenn gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter, IGIT, auf ihre Rechte pochen. Bah. Ryanair ist ja sowas wie der Schlecker der Lüfte. Es soll zum Beispiel gängige Praxis sein, dass Mitarbeiter ihr Gehalt aufbessern müssen, indem sie an Bord Rubbellose verkaufen. Ja, oder dass sie bei Krankheit nicht bezahlt werden. Oder dass bei schwacher Auslastung auch einfach mal Mitarbeiter nach Hause geschickt werden. Und unbezahlt Urlaub nehmen müssen, so berichtet es der Tarifrechtler Steffen Frey von der Gewerkschaft UFO. Sie bekommen dann kein Gehalt und auch nicht die Beiträge zur Sozialversicherung bezahlt. Sie können dann kein Arbeitslosengeld beantragen. Die Arbeitsagentur sagt nämlich dann, sie haben einen gültigen Vertrag. Dieses Problem müssen sie mit ihrem Arbeitgeber lösen. Nach dem Motto, tschüss, macht mal Urlaub, ihr kriegt kein Geld. Vielleicht bucht ihr einfach mal einen Billigflug bei Ryanair. Das Jahr 2018 war ja ohnehin, es war ein Rekordjahr für die Luftfahrt in Deutschland. Und zwar in puncto Streiken, Pech und Pannen. Überall Chaos, Flüge sind verspätet, Flüge fallen aus oder das Flugzeug ist überbucht und Sie kommen als Passagier einfach nicht mehr mit. Ist mir letztens passiert. Ja, ich habe mich gefragt, warum ich? Warum nicht jemand anders? Und inzwischen weiß ich's, das Personal fragt sich offenbar ganz gezielt. Bei welchem Gast habe ich am ehesten die Chance, dass er ohne großen Ärger, ohne Aufruhr, ohne Meckerei damit einverstanden ist, dass er nicht mitfliegt. Können Sie mal sehen. Also, ich gehe seitdem nur noch als Hooligan verkleidet zum Flughafen. Es ist irgendwie logisch, dass das alles nicht mehr funktioniert. Wenn immer mehr Menschen immer billiger fliegen wollen, dann stößt das System an seine Grenzen.